Hallo und herzlich willkommen, lieber Krebs, zur Tarotkopflegung mit Ella. Wir sind in der dritten Woche Juli, das ist die Woche 16. bis 22. Juli 2018. Wir schauen mal, welche Energien in dieser Woche für dich da sind, was du nutzen kannst oder auch nicht. Entscheiden musst du natürlich selbst und das ist eine allgemeine Legung. Deshalb kann nicht immer alles für jeden passen. Das sieht anders aus bei einer persönlichen Legung. Wie gesagt, du ziehst dir das raus, was für dich gut ist, was du gebrauchen kannst, alles andere lässt du weg, ja? Wir schauen mal, welche allgemeinen Energien haben wir denn für den Krebs? So, wir haben die Vier der Schwerter. Und die Vier der Schwerter bedeutet Ruhe, sich Ruhe nehmen, also auch in Ruhe alles angehen, sich nicht hetzen lassen, möglichst auch ein bisschen darauf achten, dass man zeitig schlafen geht, dass man sich die Ruhe gönnt, die man braucht. Und ja, natürlich auf seinen Körper hören, auf das Gefühl, was man hat, dass man sich dann, wie gesagt, nicht überanstrengt. Wenn man schon diese Energien spürt, dann sollte man dem ruhig auch mal nachgeben, soweit man das kann. Schauen wir jetzt mal die einzelnen Wochentage, die wir dann für dich haben. Wir haben den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ein bisschen hoch, Samstag und den Sonntag. So, dann schauen wir mal, was die Woche dir als Krebs zu bieten hat. Der Montag, das ist der Page der Münzen. Das kann eine Möglichkeit sein, zusätzliches Geld zu verdienen oder irgendetwas zu Geld zu machen, irgendwas zu verkaufen zum Beispiel. Vielleicht ist es auch eine Idee dazu. Jedenfalls ist das am Montag ein Thema für dich. Vielleicht, wie gesagt, zusätzlich was zu verdienen oder eine Möglichkeit, irgendetwas abzustoßen, was du sowieso nicht brauchst, auf den Trödelmarkt zu gehen, was zu verkaufen zum Beispiel. Das wäre so ein Thema. Aber wir legen da gleich auch jeweils noch eine Karte dazu, damit wir ein bisschen mehr Informationen bekommen. Der Dienstag für den Krebs. Wir haben die Sechs der Stäbe. Das ist ein Erfolg, ein Sieg, den du davon trägst. In welchem Rahmen das ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das kann im Gespräch sein, das kann, ich sag mal, einfach Erfolg auf der Arbeit sein. Je nachdem, da gucken wir gleich auch noch mal genauer hin. Was haben wir denn am Mittwoch für dich? Am Mittwoch für den Krebs haben wir die Sieben der Münzen. Das heißt, du wartest auf die Früchte, also die du gesät hast, dass sie endlich, also dein Baum, dass der endlich Früchte trägt. Also du hast irgendetwas in der Vergangenheit schon, ich sag mal, auf den Weg gebracht. Du hast etwas gepflanzt, also im übertragenen Sinne auch. Vielleicht hast du auch irgendwo investiert, hast irgendwas gemacht und wartest jetzt, dass das auch sich auszahlt. Vielleicht hat das auch hiermit zu tun am Montag. Schauen wir mal. Was haben wir denn am Donnerstag für den Krebs? Das ist der Mond. Das ist ja auch deine Karte, der Mond. Du wirst ja vom Mond sozusagen geführt, dein Planet. Und der Mond hat ja zwei Seiten. Das eine ist die helle Seite, wo dann Dinge zutage kommen, beleuchtet werden. Und die dunkle Seite, wo es Geheimnisse gibt, das, was nicht zu erkennen ist, was noch im Dunkeln liegt. Auch da wird es interessant sein, noch eine Karte dazu zu legen, um zu sehen, was dabei rauskommt. Dann haben wir jetzt das Wochenende, beginnt mit dem Freitag. Der Freitag für den Krebs ist die Drei der Schwerter. Da geht es um Verlust, da geht es um Betrug, da geht es um ja, Herzschmerz, irgendetwas. Am Freitag könnte dir, ich sag mal, ja, dich verletzen, dich kränken oder jemand ist hässlich zu dir einfach. Da gucken wir auch mal, also es geht halt nicht ohne die zweite Karte zu gucken, in welchem Bereich das liegt oder wie das genauer zu erkennen ist. Das tut mir sehr leid, aber wir alle haben solche Momente, leider. Das geht immer rauf und runter. Ja, das Rad des Schicksals dreht sich immer weiter und es ist leider nicht immer nur positiv. Wir gucken mal. Was haben wir denn am Samstag für den Krebs? Wir haben Gerechtigkeit.
oder beziehungsweise es ist ja das Gesetz oder die Gerechtigkeit ist ja das Gesetz. Und ja, da geht es darum, sozusagen Dinge also richtig zu stellen, da wirklich ein Urteil zu fällen. Das Urteil obliegt nicht unbedingt dir. Du hast sicherlich in einer gewissen Situation dann wahrscheinlich ein Urteil gefällt, aber es ist auch eine karmische Geschichte. Ja? Recht und Unrecht, wer dir was zufügt, der muss damit rechnen, dass das auf ihn zurückkommt und so weiter. Umgekehrt natürlich genauso. Schauen wir mal weiter. Was bringt denn der Sonntag für dich, lieber Krebs? Wir haben den Page der Schwerter. Und der Page der Schwerter, das ist eine Nachricht, kann auch, ich sag mal, eine, also dass jemand harsche Worte spricht, aber in Wahrheit, dass jemand halt vielleicht, oder vielleicht auch du, jemandem die Meinung sagt, das könnte das bedeuten. Aber wir gucken jetzt nochmal genauer hin, welche Informationen wir noch rausholen können. Und beginnen wieder mit dem Pagen der Münzen am Montag. Was ist das für den Krebs? Was ist da relevant? Die zwei der Kelche. Es geht um einen Seelenverwandten, jemanden, der dir nahesteht und vielleicht auch jemand, dem du begegnest, dem du auf Augenhöhe begegnest und der dir natürlich auch. Und da sind sozusagen zwei verwandte Seelen, die, ich sag mal, im Gleichklang versuchen, etwas umzusetzen. Sehr schöne Energie. Ja, wie gesagt, kann jemand sein, der ja in deiner Nähe ist schon oder jemand, den du kennenlernst oder der, ich sag mal, auch aus der Vergangenheit vielleicht kommt. Jemanden, ja, mit dem du dir vorstellen kannst, halt auch etwas Stabiles aufzubauen. Schauen wir mal am Dienstag, da haben wir ja den Sieg und da haben wir das Ass der Münzen und das ist auch finanziell Stabilität, Sicherheit zu Hause, das, was dir wichtig ist, das sozusagen das Fundament und natürlich mit dem Ass ein Neubeginn, ein siegreicher Neubeginn. Das sieht toll aus. Nur schade, dass hier dann das zerstoßene Herz ist. Aber wir gucken mal, was das bedeutet. Jedenfalls hast du einen Seelenverwandten dabei. Du versuchst da etwas gemeinsam mit aufzubauen. Das sieht sehr, sehr erfolgreich aus. Du hast im Vorfeld auch schon was gesehen und am Mittwoch haben wir ja die 7 der Münzen und wir haben die 8 der Münzen. Und das bedeutet, dass du auch weiter an dieser Sache, an diesem Projekt arbeitest. Das kann auch familiär bedeuten. Ja, also du bist mit Feuereifer und Freude daran. Die 8 der Münzen bedeutet auch, dass du Freude an der Arbeit hast, dass es in dem Sinne keine Arbeit für dich ist, sondern ja, wie eine Berufung. Klingt auf jeden Fall sehr toll. Dann haben wir am Donnerstag den Mond und da ist dann entweder etwas wird beleuchtet oder es ist etwas Ungewisses. Und da haben wir die Königin der Stäbe. Das ist eine feurige Energie, ein Feuerzeichen. Das sind Widder, Löwe oder Schütze. Und mit dem Mond kann es bedeuten, dass da etwas Geheimes aufgedeckt wird oder man sich über die Person Klarheit verschafft, vielleicht auch mit der Person spricht oder ja, kann auch sein, dass es diese Person ist, mit der du diese Übereinkunft findest und die sich dir dann vielleicht auch öffnet. Wir gucken mal, weil wir haben ja am Freitag diesen Herzschmerz und das ist die Sonne. Und damit sehe ich, dass der Herzschmerz schon da war. Und dass die Sonne diesen Herzschmerz überdeckt. Ich habe jetzt intuitiv eine Vision irgendwie, dass du mit jemand gemeinsam etwas versuchst aufzubauen. Diese Person dich dir auch vollkommen öffnet und ihr beide gemeinsam diesen Herzschmerz überwindet und wirklich mit Freude vorangeht. Das ist so mein Gefühl, was ich bekomme, wenn ich diese Karten so sehe. Du musst das natürlich auf deine Situation ummünzen, ob das passt für dich, ob du da was mit anfangen kannst, ob du wirklich auch die Sonne siehst und das würde mich im Nachhinein natürlich auch interessieren. Gerne in die Kommentare dann. Wir haben am Samstag das Gericht und da haben wir die 8 der Stäbe und die 8 der Stäbe bedeutet ja auch Kommunikation. Das heißt, dass
wahrscheinlich diese Sachen, die passiert sind oder die jetzt auch zum Vorteil dir gereichen, auch kommuniziert werden. Und ja, dass andere Leute da auch, ich sag mal, ja, profitieren mit, beziehungsweise auch mit begünstigt werden, dass sich das rumspricht, dass das halt, ich sag mal, per Mundpropaganda auch weiter gefördert wird, ist auf jeden Fall sehr toll. Das ist auch feurige Energie und ja, wahrscheinlich, weil das etwas ist, was etwas bewirkt, was ihr tut oder was du tust, und damit wird das auch weiter kommuniziert. Also auf jeden Fall etwas Positives. Ich sehe das als ganz positiv. Könnte auch eine kleine Reise sein zum Beispiel. Vielleicht aufgrund des Erfolges und der ja überwundenen Schattenseiten, dass du dir etwas Gutes gönnst. Und das wäre ja auch nur fair. Am Sonntag haben wir den Pagen der Schwerter und wir haben den Ritter der Kelche. Und damit haben wir die Kommunikation von Gefühlen. Ja? Wir haben einmal den kommunikativen Page der Schwerter, der auch die Wahrheit spricht. Und wir haben den leidenschaftlichen und romantischen Ritter der Kelche, der, ja, der das wahrscheinlich kommuniziert. Also ganz tolle Gefühle nach überwundenem Stress. Ja, klingt fantastisch für mich. Du hast einen Seelenpartner dabei, du hast einen Neubeginn, du hast etwas schon in der Vergangenheit auf den Weg gebracht. Hier werden sich Dinge, Erkenntnisse zeigen, auch vielleicht Leidenschaft, weil Feuerzeichen auch mit den Stäben die Leidenschaft ausdrücken. Und der Herzschmerz, das, was dich bekümmert hat, wird am Freitag ja durch die Sonne überstrahlt. Und das ist toll. Und dann haben wir hier Kommunikatives, was gerecht ist, irgendwas Gerechtes geschieht. Und hier wird das auch ja Gefühl und Wahrheit weitergetragen. Wunderbar, toll. Ich habe schon befürchtet mit den drei der Schwertern, dass da irgendwas im Argen ist. Aber ich habe das Gefühl, dass du wirklich was überwunden hast. Und ich bin sehr froh. Ich freue mich sehr. Dann haben wir eine Orakelkarte für dich. Und die Orakelkarte sagt Schutz. Der Himmel schützt dich, deine Lieben und dein Eigentum. Also das, was du da schaffst, das, was du produziert hast vielleicht, was du vielleicht mit deinem Seelenpartner oder deinem Gegenüber, deiner Freundin, deinem Freund, also es muss jetzt nicht eine Liebesbeziehung sein, kann auch Familie sein oder so, was du da geschaffen hast, ist auch, ich sag mal, geschützt, ja, ist karmisch etwas Positives und du kannst damit vielleicht auch anderen helfen. Toll, toll, wirklich, also grandios, lieber Krebs. Also ich kann dir wirklich nur sagen, wunderschön. Ich hoffe, dass du wirklich auch diese Gefühle dann auch richtig spüren kannst. Du weißt es ja jetzt im Vorfeld, kannst dich darauf freuen und auch wichtig, dass dein Herzschmerz gelindert wird. Die Sonne ist Heilung, ist Liebe pur, ist Sonnenschein, Freude pur und das ist toll. Also ich freue mich wirklich. Und ich hoffe, dass du was, wie gesagt, damit anfangen kannst, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und ganz besonders natürlich über eure Kommentare, ja? Ja, lieber Krebs, dann bin ich absolut gespannt, wie das nächste Woche weitergeht. Auf jeden Fall ist es toll. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal. Ganz liebe Grüße, bis bald. Tschüss.